Aber, Professor, ich habe jede Simulation bestanden. Ja, aber deine Kräfte sind noch nicht getestet worden. Bloß weil du ein bisschen Glück bei den Simulationen... Sagen Sie mal, wovon reden Sie da? Mädchen, ich habe meine Entscheidung getroffen. Es ist zu deinem Besten, Bliss. Du musst mir einfach vertrauen. Aber, Professor... Das Notrufsignal! Kommt mit, Mädels! Und los! Oh, Ist schon gut, Mädels. Ich werde in meinem Zimmer baden und nirgendwo hingehen. Seit wann ist das denn Ihr Zimmer? Mimi, Mimi, Mimi. Ich weiß, du hast mein Kuhschiff versenkt. Tut mir leid, Mi. Ich habe nur überlegt, warum der Professor mich nicht kämpfen lässt. Mimi, Mimi, Mimi. Was? Ich verstehe kein Wort. Sprich mit deiner normalen Stimme. Ich sagte, ich weiß auch nicht, warum er es nicht erlaubt. Ich kenne deine Kräfte schon ziemlich lang. Das stimmt. Vielleicht kannst du ja mit dem Professor reden und ihn davon überzeugen. Aber ich bin schüchtern. Und ich mag ihn nicht. Bliss, du darfst dies nicht tun. Bliss, du darfst das nicht tun. Bla, 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 bla. Lustig. Das ist deine beste Verwandlung überhaupt. Er möchte, dass du auf ihn hörst. Aber er hört einfach nicht auf dich. Und die Powerpuff Girls haben sich auch nicht gerade für dich stark gemacht. Ich bin auch ein Powerpuff Girl. Bist du das? Willst du... Hallo, Bliss! Was hast du so gemacht? Oh Mann, habt ihr gesehen, wie ich Chipmunk-Kommando vermöbelt hab? Ich hab mich in ein Känguru verwandelt und ihm in sein Hintern getreten. Tja, jemand kriegt jetzt einen goldenen Stern. Und das bin natürlich ich. Für Führungsstärke. High Five, Mädels! Ja! Schade, dass du nicht dabei warst. Wir haben dich echt vermisst. Wir haben dir vom Bürgermeister eine Gurke mitgebracht. Die hast du eingesteckt, Buttercup. Ja. Ärgere dich nicht über den Professor. Er macht sich nur ständig Sorgen. Meistens ist die Geschichte dann beim Abendessen nur noch halb so wild. Tja, ich habe mich geirrt. Blistina? Bitte keine Kräfte am Tisch, hörst du? Hey, vielleicht kann ja Bliss am Montag mit uns zur Schule gehen. Ich halte es für das Beste, wenn Bliss zu Hause lernt, bis sie ihre Kräfte sicher unter Kontrolle hat. Sie kann doch mit dem Buchstabiromaten lernen. Und der Hahn, ne? Keine Superkräfte, keine Schule. Du lässt mich hier ja gar nichts machen. Junge Dame, das ist jetzt genug. Ich kriege Ihren Nachtisch. Ich glaube, der Professor wird mich nie verstehen. Du hast recht. Genau das habe ich vorhin gemeint. Er wird wohl nie verstehen, über welche Kräfte du verfügst. Aber sie... Bliss, alles in Ordnung? Mit wem hast du gesprochen? Mit mir selbst. Nur so Teenie-Kram. Ja, schon kapiert. Ich war auch mal Teenie. Könnten wir doch nur den Professor überzeugen, dass du bereit bist, mit uns Verbrecher zu fangen. Warte, ich habe eine Idee. Kennen wir irgendwelche Zauberer? Nein, Bubbles. Oh, dann habe ich doch keine Idee. Wie bitte, Bürgermeister? Chipmunk-Kommando ist zurück. Mädels, wir müssen ihn aufhalten. Chipmunk-Kommando? Der ist echt eine dumme Nuss. Babs!